Pferdewetten 14.09.2019 K1-Australia Quinton Mechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute am Samstag, dem 14. September 2019, möchte ich das heutige dritte Rennen, ein Galopprennen über 1250 Meter und einem Preisgeld von 25,0 australischen Dollar im australischen K1 wetten, welches um 6.02 Uhr, dann ist dort bereits Nachmittag gestartet wird. Hier die Daten der teilnehmenden Pferde. Pferd Nummer 1 Vorekast 90, ein 5-jähriger Wallach mit 59 Kilo Kurzform 79012. Das Pferd hat bisher 13 Starts, 3 Siege und 3 Plätze. Pferd Nummer 2 Vorekast 40, ein 5-jähriger Wallach mit 59 Kilo Kurzform 93531. Das Pferd hat bisher 22 Starts, 3 Siege und 11 Plätze. Pferd Nummer 3 Vorekast 77, ein 6-jähriger Wallach mit 59 Kilo Kurzform 17435. Das Pferd hat bisher 31 Starts, 3 Siege und 12 Plätze. Pferd Nummer 4 Vorekast 55, ein 5-jähriger Wallach mit 59 Kilo Kurzform 23321. Das Pferd hat bisher 24 Starts, 3 Siege und 12 Plätze. Pferd Nummer 5 Vorekast 159, ein 6-jähriger Wallach mit 59 Kilo Kurzform 06645. Das Pferd hat bisher 30 Starts, 3 Siege und 4 Plätze. Pferd Nummer 6 Vorekast 53, ein 4-jähriger Wallach mit 57,5 Kilo Kurzform 16231. Das Pferd hat bisher 8 Starts, 2 Siege und 3 Plätze. Pferd Nummer 7 Vorekast 114, ein 5-jähriger Wallach mit 57,5 Kilo Kurzform 58811. Das Pferd hat bisher 19 Starts, 2 Siege und 10 Plätze. Pferd Nummer 8 Vorekast 530, ein 5-jähriger Wallach mit 57,5 Kilo Kurzform 86317. Das Pferd hat bisher 25 Starts, 2 Siege und 6 Plätze. Pferd Nummer 9 Vorekast 105, eine 5-jährige Stute mit 57 Kilo Kurzform 02611. Das Pferd hat bisher 16 Starts, 3 Siege und 2 Plätze. Pferd Nummer 10 Vorekast 194, eine 5-jährige Stute mit 57 Kilo Kurzform 13592. Das Pferd hat bisher 24 Starts, 4 Siege und 8 Plätze. Pferd Nummer 11 startet nicht, eine 5-jährige Stute mit 56,5 Kilo Kurzform 03253. Das Pferd hat bisher 15 Starts, 2 Siege und 5 Plätze. Ich versuche jetzt mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie auszurechnen, welche Pferde als Siegpferde in Frage kommen und welche Pferde ich wetten sollte. Ich wette Pferd Nummer 1, Pferd Nummer 2 und Pferd Nummer 3. Und nunmehr startet das Rennen, das Pferd Nummer 1 gewinnt und es wird eine Quote von 90, außerdem 9,0-fachen bezahlt.